Jo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Overwatch. Ich bin gerade von der ersten Aufnahmesession sozusagen beendet worden. Ich habe den Typen als Hacker genommen. Ich weiß, ich bin mir nicht genau sicher, ob der jetzt reingehackt hat oder nicht. Für mich sah es ein bisschen nach Aimer an und ein bisschen nach Wallhacks. Weil er halt wirklich manchmal wusste, wo halt die Gegner stehen. Durch die Smokes geballert. Ja, könnte sagen jetzt, ja, der hat gepre-fired. Aber ich würde jetzt gerne weiter zum nächsten Overwatch gehen. Und ja, dann dauert ja das noch kurz hier zu Ende. Bis jetzt halt nichts getan, weil ich halt immer noch gerade in der Aufnahmesession bin, weil ich habe gerade die eine Overwatch gemacht und dann zack, direkt die nächste Overwatch, sogar noch in der letzten Aufnahme mit drin. Und ja, jetzt hat er es schon fast zu Ende gedownloadet und da können wir es auch direkt starten, hoffe ich mal. 3, 2, 1, jetzt. So, das Video wird auch ein bisschen kürzer. Das erste Video ging wahrscheinlich so 15 Minuten. Dieses Video wird wahrscheinlich nur so um die 10 gehen. Weil ich da halt noch ein bisschen halt so vorgestellt habe, was ist eigentlich Overwatch, was kann man da so machen und warum habe ich das und so alles mögliche, und ich hoffe mal, das hat sich jetzt alles schön geklärt. Also um nochmal kurz Overwatch zusammenzufassen, wir werden jetzt einen Spieler beurteilen, ob er jetzt anhat, Hex anhat, zum Beispiel Aimbot oder Wallhex oder irgendwas anderes, Spinbot zum Beispiel, und ja, okay, diesmal wird's Inferno. So, dann sehen wir hier die Gegner. Okay. Schon mal nicht der Dieselmeister. Okay, der. Okay, nicht schlecht. Wird das ein 5K mit der Diegel? Also entweder ist das ein Smurf jetzt, oder ist halt gerade übelst reingelackt, aber ich glaube nicht. Oder wir spielen hier gerade auf einer höheren Elo. So. Ich gucke mal ein bisschen vor. Sonst noch so passiert, ich denke mal, die klatschen ihn jetzt auf B. Okay. Da hat er ihn wohl geklatscht. Okay. Alles klar. So, jetzt wieder. Geht er rein. So, was passiert jetzt? Snadet er wieder rein. Also ein Aimer hätte er auf jeden Fall nicht. Also das sind schon wirkliche Shots, die er wirklich reinballert. Okay, den hat er auch noch angehittet. Nicht schlecht. Also ich bin jetzt wirklich kein Deagle-Spieler. Macht er hier den Klatsch oder geht er unter? Wurde hier noch auf B, der hat jetzt gerade komisch geguckt. Er hat gut Mitte gemacht. Ich glaube, der wird den Klatsch nicht machen. Okay, A ist es nicht. Weiß er jetzt? Die Arme schmeißt er weg. Mal gucken, was es wird. Okay, der Gegner hört ihn schon. Ja, wenn du so kurz von der Diegel stehst. Ja, und er kassiert. Er spielt wieder Diegel, er spielt wirklich nur Diegel. Good stuff. Call. Der Call spielt nur Diegel. Okay. Da haben die ihn durch die Wall, alles klar. So, spielt er hier. Hier spielt der Glock. Ich glaube, die Gegner haben sich einfach nur ausgerastet, dass sie die ganze Zeit mit Glock mit einer Diegel kassieren.
Okay. Es waren jetzt 3K, die er nicht schlecht gemacht hat. Aber halt alles aufs Kopf gehend. Die meisten werden hier auch nur per Kopf getötet, also denke ich mal, sind wir hier auf einer höheren Elo. Als ich, wo ich nicht mal die Hälfte meiner Kills per Headshot mache. Muss ich offen zugeben. Ja, jetzt spielt er mal nicht Diegel, sondern mal was Normales. Ich hab 10 geholt. Spielt auch das. Ja, da hat er prefired. Das ist halt so ein Spot, den man so halt prefired. Okay. Den hat er wirklich im Lauf gegeben. Den hat er wirklich im Lauf gegeben. Hier tendiere ich. Okay, ich hätte von einem eigenen Typ überrannt. Also wenn der Aim hat, dann ist auf jeden Fall. Also ich habe wieder halt nicht diesen Aha-Moment. Okay, da. Naja, der hat definitiv keinen Aimer. Weil sonst wäre der erste Klick direkt schon Header. Jetzt trollt er ein bisschen. Noch nicht. Okay, schief geht jetzt ab. Nee, Aimer hat er nicht. Okay, den Molotov hat er ein bisschen verkackt, glaube ich. Gewonnen. Alles klar. Also bis jetzt stehe ich entweder Aimbot oder nicht. Das ist hier die Frage. Aber bis jetzt. Ich glaube, das war aber nicht beabsichtigt. Okay, der Typ war ein Retard, der Enemy. Der müsste ihn eigentlich locker killen können. Aber hat es nicht geschafft. Den Bunny Hop hat er auch nicht geschafft. Bunny Hop Script hat er auch nicht. Okay, woher weiß er das, dass er jetzt da ist? Das hat er nie im Leben gehört. Nee, der hat keine Aimer. Das stellt sich nur richtig scheiße an. Also jetzt gerade, vielleicht hat er die Schritte gehört. Wo er noch Banane war. Ah ja, es hat kurz gepiept. Da machst du nichts gegen den Negev. Feiert er kurz. Okay, da hat er jetzt wieder die Frage aller Fragen. Hat dieser Freund an oder nicht? Also ich tendiere dazu, dass er definitiv kein Aimer hat. Weil sonst würde er zu hart drücken. Und ich denke mal, die Gegner wurden halt einfach nur mad, weil er halt diese krassen Dinger da gemacht hat. Ich würde hier diesmal sagen, komplett, er hat nichts an. Kein Wall, kein nichts. Weil der hat halt kurz einmal geguckt, halt komisch, aber das war eigentlich das Einzige. Wenn er es legit machen wollte, hat er es auf jeden Fall legit gemacht, an mir ist er vorbeigekommen. Und ja, dann zum Mitten nicht meine Contract. Und ja, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Ich denke mal, das nächste Video wird mal jetzt keine Overwatch mehr, weil sonst wäre ich hier wieder nur mit Overwatches aufnehmen am Start. Und ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Bleibt geil und hauen Sie rein. Ciao, ciao.